Silas. Ich suche nach einem Buch, das mir zeigt, wie ich die absolute Waffe herstellen kann. Ich wusste, dass ihr mich das fragen würdet. Nehmt also dieses Buch. Es beschreibt, wie man eine solche Waffe schmiedet. Dies ist dann ein weiterer Gefallen, den euch der Orden erwiesen hat. Oh, wie sie das gesagt hat. Als wäre das, als müsste ich das alles jetzt zurückzahlen. Schweinerei. Dann hätte ich auch nicht gefragt. So, die Theorie der absoluten Waffe von Kartok. Ich bin weit und, Ich bin weit und durch viele Länder gereist, um die absolute Waffe zu finden. Ich investierte viel meiner Lebenszeit in meine Kraft, ehe ich begriff, dass meine Suche vergebens gewesen war. Vergebens, weil weil der Weg zur absoluten Waffe darin besteht, sie zu erschaffen. Um dies zu bewältigen, muss man das beste Metall finden, es in der besten Schmiede schmieden und es dann mit den besten Zaubersprüchen verfeinern, die es gibt. Es ist sehr wichtig, das beste Metall zu wählen, da es nicht nur die Stärke der Waffe bestimmt, sondern auch eine große Menge an magischer Energie speichern muss. Darüber hinaus bestimmt das Gewicht der Waffe die Leichtigkeit, mit der sie geführt werden kann, und die Effektivität ihrer Durchschlagskraft. Viele Leute benutzen Eisen, um ihre Waffe zu schmieden, da es am einfachsten zu bekommen ist. Aber das beste uns heutzutage bekannte Material und meiner Ansicht nach das einzig taugliche für absolute Waffe ist Mithril. Es ist das härteste und widerstandsfähigste, das je gefunden wurde. Vermischt mit diesen anderen Elementen kann es sogar noch eine noch stärkere Legierung ergeben. Die Zusatzmaterial für Mithril muss jedoch mit Bedacht gewählt werden. Und nur die einzigartigen Materialien, die ein außergewöhnliches magisches Potenzial besitzen, sollten ausgewählt werden. Unglücklicherweise ist Mithril, das eine unverzichtbare Komponente darstellt, fast unmöglich aufzutreiben. Falls es aber dennoch zu bekommen ist, besteht der nächste Schritt darin, den besten Schmied ausfindig zu machen, um dieses Material zu schmieden. Ich möchte mich nicht auf langwierige philosophische Debatten einlassen, aber meiner Ansicht nach sind die Zwerge die besten Schmiede von allen. Ihre ganze Tradition beruht auf die Arbeit mit Stein und Metall, und sie haben ihre Kunst zu einer Perfektion gebracht, dass selbst ihre Werkzeuge denen anderer Schmiede und Bergleute weit überlegen sind. Nur sie können ihre Schmiede wirklich scharfe und tödliche Waffen erzeugen. Das Schmieden ist ein wichtiger Prozess, denn die Waffe muss, wenn sie einmal fertig ist, in der Lage sein, den ersten Zauber, der auf sie gewirkt wird, völlig zu absorbieren und für alle Zeit zu speichern. Der letzte Punkt ist dann natürlich diese Verzauberung der Waffe. Viele Dinge können eine Waffe magisch aufwerten. Der Schlüssel liegt in der Wahl des Elements, das die Waffe im Moment ihrer Verzauberung befinden soll. Ich möchte einige der besten Verzauberungen empfehlen. Die Qualität der Waffe beruht jedoch mehr auf dem verwendeten Metall und der gewählten Schmiede. Hier ein paar Beispiele. Doch Vorsicht! Ist die Waffe einmal verzaubert, ist das nicht mehr zu ändern. Knoblauch erbringt eine leichtere Handhabung der Waffe. Zerpulverte Knochen fügen ihre Kraft hinzu, umso mehr, wenn die Knochen von einem Drachen stammen. Ach so. Also Knoblauch macht sie leichter, nicht normale Knochen. Knochenmehl macht sie sogar stärker. Das hätten wir besser mal informieren sollen. Der Stein von Amika gibt der Waffe enorme Widerstandskraft. Einmal verzaubert scheint die Klinge unzerstörbar. Ein Drachenei ermöglicht der Waffe, den Element Schaden zuzufügen, aus denen sie geschaffen wurde. Beispielsweise kann eine mit einem Drachenei verzauberte Eisenwaffe Eisenschaden zufügen. Okay. Ich glaube, die Drachenei ist das Beste. Wobei wir das hier noch hätten. Amika würde unsere Waffe unzerstörbar machen. Amika haben wir ja. Dafür sind die also da, um die Waffe unzerstörbar zu machen. Das könnten wir ja mit einer Rüstung oder so machen, wenn wir das schmieden. Also wissen wir, was jetzt zu tun ist. Wir müssen ein Drachenei besorgen, wir müssen Mithril besorgen und wir müssen uns die Zwerge finden, wir müssen erstmal wissen, wo die Zwerge sind. Auf jeden Fall können die uns die Waffe dann schmieden. Das könnten wir wahrscheinlich von der ersten Bibliothek herausfinden, wo sich die Zwerge befinden und wo ich ein Drachenei finde. Habe ich gerade überlegt. Ja, Leute, wir gehen gleich zur Krypta, aber ich will erstmal mich informieren. Ich habe hier gleich einen Notizzettel, da schreibe ich mir das sowieso alles auf, was ich brauche. Und ich
weiß jetzt endlich, was der nächste Schritt ist. Also wir brauchen eine absolute Waffe. Die muss absolut sein. So. Ah, können wir eigentlich auch uns schneller machen? Warte mal. Mega Movis. Ah, cool. Läuft. Gut, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Der Orden von Idoneum von Ephan Duché. Bräuchten etwas über Arx. Die Geschichte von Arx von... Ahahaha. Wollte den Namen jetzt nicht nennen. Vor langer Zeit wurde der größte Kontinent unserer Welt von 5 Stämmen beherrscht. Sie befanden sich ständig im Krieg miteinander und je mehr Struktur die Stämme annahmen, desto schlimmer wurde es. Nach Jahren des Krieges und des Hasses erschien ein Mann namens Poxellis und erschaffte es, die zerstörten Gruppen zu einen. Hm, toller Satz. Er wurde zum ersten König der Menschen. Mein Rücken schmerzt. Halt die Klappe! Nach der letzten Schlacht der zerbrochenen Schilde im Jahre 170 erfreute sich Arx eine längere Parodie des Friedens und des Wachstums. Während Proxellis Herrschaft war in der Tat der einzige Krieg jener, der sich um die Philosophie der Magie drehte und als Krieg der Magier bekannt wurde. Oh mein Gott. Obwohl er grausam war und viele Leute in ihm starben, dauerte er nur wenige Monate und hatte keinerlei Auswirkungen auf die politische Führung unserer Königreiche. Für den Rest seiner Herrschaft musste sich Poxellis eine Anzahl von Gefahren stellen. Könnte man die Fresse halten? Eine große Zahl von Goblins wurde abgewehrt, während sich Rattenmenschen in die Kanälen der Stadt einnisteten. Die Schlachten waren blutig und dieser ungerechte Krieg währte lange Zeit, aber die Armeen des Königreichs, geführt von Poxellis selbst, schlachteten ihre Feinde dahin und einmal mehr herrschte Frieden in Arx. Die Erforschung der Ozeane begann. Viele starke Schiffe, bla bla bla. Mann, mich interessiert das, wo die ganzen Völker herkommen. Jeder war damit beschäftigt, die Rettung von Arx mitzuwirken. Da ging es darum, wie sie in den Abgrund, also wo die Sonne erloschen ist. Von anderen Städten der Königheit hörte man nichts und die logische Schluss war der, dass man dort eben wie in Arx gehandelt hatte. Nicht viel später kamen Nachrichten überbracht von den Mitgliedern der Gilde der Reisenden. Es ist hier noch andere Festungen, aber den ganzen Kontinent verstreut und eingeschlossen unter einer mächtigen Eisdecke. Die Gilde der Reisenden stellt nun den einzigen Weg der Kommunikation dar. Gelegentlich werden von ihnen einige Luxusgüter transportiert. Abgesehen von diesen sporadischen Kontakten ist Arx völlig auf sich allein gestellt. Okay, aber da erfahren wir trotzdem nichts von den Zwergen, wo die sich befinden. Ah, hier, die Rassen von Arx. Sorry Leute, da habe ich umsonst was vorgelesen. Die Beziehungen der Rassen von Arx untereinander waren immer schon schwierig. Die Goblins waren wegen ihrer Furchtbarkeit die vielköpfigste aller Rassen. Ach nee, Furchtbarkeit. Igitt. Kann mir gar nicht vorstellen. Ich habe noch nie einen weiblichen Goblin gesehen. Jedoch gelang es ihnen nie, sich selbst als ein Königreich zu organisieren und so verloren sie ihre Vollmachtstellung. Grundsätzlich sind Goblins nicht sehr intelligent. Sie haben ihre eigene Sprache, sprechen aber meist eine vereinfachte Version der menschlichen Sprache. Sie halten ständig Ausschau nach Konfliktstoff und die Personen zu ärgern, mit denen sie sprechen. Sie lügen, sind arrogant, feige und extrem faul. Nur zu Zeiten des großen Paktes waren die Goblins den Menschen gegenüber loyal. Sie halfen dem Königreich im Untergrund zu errichten und unterdrückten für einige Zeit ihre natürliche Aggressivität um ihre schlechten Manieren. Nach dem Werk vollbracht war, fielen sie jedoch in ihr altes Verhalten zurück. Es scheint, als wäre der Edelsteinhandel die einzige friedliche Sache, die sich zwischen ihnen und den Menschen abspielt. Trolle sind wiederum andere Kreaturen. Obwohl sie dieselbe Herkunft wie die Goblins zu haben scheinen, sind sie völlig anders. Sie besitzen nur einen schwachen Willen und leben gewissermaßen in Trödelei. Sie sind nicht arrogant, aggressiv und oftmals sogar gütig, aber ihre enorme Körperkraft und ihre Längen der Ausdauer machen sie ebenso zu mächtigen Verbündeten wie auch zu schrecklichen Feinden. Ihre Existenz beruht auf den einfachen Dingen des Lebens, wie Nahrungsbeschaffung oder Schlafen. Da sie mental schwach sind, kann man sie leicht an der Nase herumführen, aber wehe dem, den sie dabei erwischen. Ihr Zorn ist berüchtigt. Die Rattenmenschen haben es stets vorgezogen, nur wenig Kontakt zu anderen Rassen zu haben. Sie kommunizieren mehr mit Zeichen, alle mit Wort...
Was? Als mit Worten fügen manchmal gurrende Laute hinzu. Rattenmenschen sind sehr beweglich und deshalb gefährliche Gegner im Kampf. Haben wir ja gesehen, wa? Einige von ihnen sind die schlimmsten Mörder von ganz Arx. Sie sind raffiniert und äußerst schnell. Häufig benutzen sie vergifteten Waffen. Haben wir auch gemerkt. Sie hausten schon in den unterirdischen Kanälen der Stadt, als die Menschen noch an der Oberfläche lebten. Abfälle und Exkremente schienen ihnen als Nahrungsgut zu dienen. Bis heute waren die wenigen Begegnungen zwischen ihnen... zwischen uns und den Rattenmenschen kurz und blutig. Sie unternehmen gelegentliche Streifzüge in Menschenstädte, um Abfallbehälte nach Nahrung und einfachen Werkzeugen zu durchsuchen. Seit sie im Verborgenen unter der Festung von Arx leben, haben sie langsam alle Kontakte mit anderen Rassen verloren und benehmen sich äußerst zurückhaltend. Zwerge haben eine Passion für alles Mechanische, für das Handwerk und alles, was mit Baukunst zu tun hat. Sie sind außerdem die besten Schmiede der Welt. Sie lebten schon unterirdisch, bevor irgendeine andere Rasse in die Tiefe vorstieß. Zwerge sind die einzigen, die wissen, wie man Bergwerke anlegt und sie gut ausbeutet. Häufig verkaufen sie ihre Minenprodukte an die Menschen. Sie hatten schon immer ein sehr schlechtes Verhältnis zu den Goblins und führten schon unzählige Kriege, um diese Rassen zu vernichten. Jedoch ohne Erfolg. Eine ihrer größten Minen wurde zum Rückzugsort und zur neuen Heimat für Arx gewählt. Die Zwerge halfen auch bei der Errichtung der Infrastruktur der Stadt und übernahmen dort viele Arbeiten, nur solche in der Ebene der Goblins nicht. Da sie schon immer unterirdisch lebten, gruben sie sich noch tiefer weiter in die Tiefe und fuhren fort mit ihren Minen, noch weiter auszubeuten. Die Herkunft der Schwestern von Edoneum, naja, das können wir uns ein anderes Mal durchlesen. Aber jetzt wissen wir, wo sie sind. Sie sind also noch tiefer gegraben. Ich würde mal schätzen, sie sind auf Ebene 8. Und dort werden wir uns jetzt hinbegeben. Aber dazu müssen wir erstmal an... Hier, bitte vorbei. Bisschen schneller, bitte. Danke. Oh, mein Gott. Das ist echt eine Zerreißprobe. Erstmal mit einer Wache, die ganze Zeit rumtrödelt und Scheiße labert. Und dann eine... Schlangenfrau, die ganze Zeit hin und her zischt. Ja. Naja, jetzt wissen wir wohl wenigstens, wo wir suchen müssen. Ach, und jetzt können wir in die Krypta gehen. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir den Vordereingang wieder. Sind wir, glaube ich, schneller dran, als wenn wir jetzt von Ebene 5, glaube ich, oder 4 war es. Von Ebene 5 oder 4 da wieder hingehen. Dann gehen wir erstmal in die Krypta, holen uns noch den letzten unterirdischen Bereich hier und dann gehen wir zu den Zwergen. Wobei, wir brauchen erstmal das Material, das heißt, wir brauchen erstmal Mithril. Aber wir wissen ja nicht mal, wo wir das Mithril herkriegen. Und einen Drachen habe ich auch schon lange nicht gesehen. Beziehungsweise gar nicht. Naja. Boah, das geht ab. Haben wir da eigentlich noch Platz im Inventar? Ohne Bogen ist scheiße. Naja, wir haben jetzt ein bisschen Stärke dazu gekriegt. 65 Stärke haben wir. Naja, wird schon irgendwie schief gehen. Oh Gott! Was willst du denn hier gleich? Ja toll. Lebenszustand. Stopp. Okay, der hatte nichts. Ach nö. Ich brauche auf jeden Fall mehr Stärke, dann knallen die auch weg hier. So, haben wir noch ein... Okay, der hat sich aufgelöst. Kurz safen. Da geht es direkt gleich runter. Haben wir uns eigentlich hier komplett schon umgesehen? Ja, aber.
wundert, dass jetzt auf einmal hier Viecher sind. Oh, das ist auch noch eine Mumie. Na komm. Die hauen wir auch noch weg. Und zack. Aua. Wir kennen ja ihre Schwäche. Ein Licht!